Ja, herzlich willkommen hier zu einem neuen Update von Saucool Basteln. Das ist übrigens das erste Update seit 5 Monaten. Ja, es gibt eigentlich nicht allzu viel zu erzählen, außer ein paar Kleinigkeiten, die ich euch hier heute mal erzählen möchte. Und zwar, wir gehen natürlich Punkt für Punkt durch und der erste Punkt ist wie immer unser Sticker-Tausch. War der Sticker-Swap und als nächstes folgendes. Ihr habt sicherlich bei meinem letzten Update die Umfrage gesehen und erstaunlicherweise haben sogar viele Leute mitgemacht und hier ist das Ergebnis dazu. Ja, wie ich finde, ein ganz eindeutiges Ergebnis und ich ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass es genau so ausfällt. Ja, in der Umfrage ging es ja darum, welche Videos euch besser gefallen, ob es die alten oder eher die neuen sind. Ich sehe gerade, die Batterie ist alle. Ich tausche mal ganz kurz das Bakterium aus. Ja, wie gesagt, es ging darum, welche Videos euch besser gefallen, ob es eher die alten sind oder eher die neuen. Und wie gesagt, zum Glück ist es genau so ausgegangen, wie ich mir das erhofft habe. Damals haben viele in den Kommentaren gesagt, ja, ist eigentlich egal, das Wichtigste ist das Projekt. Das stimmt, dem kann ich zustimmen. Nichtsdestotrotz, zumindest für mich, muss eben auch das Video ansprechend sein, damit ich so ein Projekt auch bis ans Ende gucke. Also, zumindest das ist meine Einstellung und ich bin froh, dass die neuen Videos etwas besser ankommen. Ja, das ist ein kleiner Übeltäter, allerdings ein richtig cooler Übeltäter. Ich habe jetzt mittlerweile einige Projekte mit dem Ding abgeschlossen und ich kann, glaube ich, jetzt ganz gut darüber urteilen. Dieser kleine Exzenterschleifer, Akku-Exzenterschleifer von Stanley ist einfach ein geiles Teil. Es ist mega handlich. Das Ding schafft wirklich viel weg. Klar, wenn ich jetzt einen 4 Ampere Akku da einsetzen würde, dann wäre er sicherlich irgendwie nicht mehr ganz so handlich, aber in dieser Verbindung mit einem 2 Ampere, oder war das 2 Ampere? Ja, es war ein 2 Ampere Akku, kann ich nur Gutes drüber sagen. Sehr handlich, Ermüdungserscheinungen kommen wirklich erst sehr spät, wenn man sehr, sehr viel geschliffen hat und meine Schleifergebnisse sind auch mega. Ich habe zum Beispiel mein Messerhalter fast komplett mit diesem Gerät geschliffen. Und das Ergebnis ist super. So, die Oberfläche glänzt sogar fast. Und das war schon vor dem Ölen so. Also, mega Teil. Ich kann mich darüber echt nicht beschweren. An diesem Punkt nochmal vielen Dank der Firma Stanley, denn richtig geiles Teil. So, und weil das Teil eben so geil ist, zeige ich euch hier mal ganz kurz das Unboxing von diesem coolen Tool. Also ich muss eins dazu sagen, ich bin immer nicht so gut darin, mir die Bezeichnung für die Geräte zu merken. Dieses hier ist der Exzenterschleifer von Stanley Fatmax und das ist der FMCW220D1QW. Ja, ich weiß nicht, ob man die Bezeichnung unbedingt wissen muss. Ich habe es euch hier jedenfalls einmal genannt. Und schon vergessen. Wir haben ein Schleifgitter dabei. Das sind für mich Schleifmittel, die sind für mich noch neu. Also ich habe solche Schleifgitter auf Maschinen noch nicht verwendet. Darum bin ich echt gespannt, wie die Teile funktionieren. Wir haben eine Garantiekarte. Wir haben eine Beschreibung dabei. Und in diesem Fall haben wir so eine Tasche für das Gerät dabei. Ob ich sie verwenden werde, ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich kommt das Gerät bei mir an die Wand. Insofern schauen wir mal. So ist das Ganze verpackt. Wir haben
ein Akku dabei, ein 18 Volt Akku, Lithium. Dann haben wir einen Fangsack für den Staub, für den Schleifstaub. Wir haben ein Ladegerät. So. Und dann haben wir hier den Schleifer. Sehr, sehr, Alter. Sehr handlich und sehr leicht, muss ich sagen. Also schon ein Gewicht, das was du haben musst, also damit du das Gefühl hast, du hast auch was in der Hand. Aber ja, aber so leicht, dass du es wirklich gut steuern kannst, glaube ich. Sehr schön. So sieht das ganze Teil aus. Und auch hier kann ich sagen, rein von der Optik erstmal, ja, wie gesagt, wir haben es ja noch nicht benutzt, rein von der Optik kann ich hier nur sagen, mega Qualität. Schaut euch das an. So sieht es von vorne aus. Und auch hier wieder, wenn ich mir das angucke, alles sehr sauber verarbeitet. Und es fasst sich auch sehr, sehr gut an. Also, ich werde jetzt mal den Akku drauf stecken. Einfach mal zu sehen, wie das Gewicht so ist. Ja. Ist natürlich durch den Akku leicht hecklastig. Aber wenn ich ihn hinstelle, schaut. Dann steht er also sehr fest. Er liegt also sehr gut. Jetzt. Also im Trockenzustand, ohne dass ich ihn jetzt laufen lasse, muss ich sagen, fühlt er sich sehr, 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 sehr gut an. Also ich muss sagen, so geil hätte ich mir das Teil nicht vorgestellt. Ich hätte es mir, um ehrlich zu sein, etwas unhandlicher vorgestellt. Ich bin begeistert. Ich muss mal ein bisschen Spiel muss sein. Ich muss das einfach mal hören. Wie gesagt, auch dieses hier wird in einem der nächsten Projekte definitiv benutzt werden, um euch zu zeigen, ob sich das Ganze lohnt. Warum habe ich das Teil mit Akku genommen? Den gibt es natürlich auch ohne Akku, also mit fester Stromzufuhr. Ich habe es mit Akku genommen, weil folgendes. Ich habe festgestellt, dass wenn ich hier drin in der Werkstatt schleife, ohne Absaugung geht es wirklich nicht, weil du einfach, du hast den Staub hier drin und gerade beim Schleifen, das ist immer sehr feiner Staub, du kannst einfach nicht mehr atmen. Wenn ich aber an das Gerät eine Absaugung anschließe, dann kann ich mich hier drin praktisch nicht mehr bewegen. Also, ich sag mal, 90% der Dinge, die ich schleife, schleife ich draußen. Draußen brauche ich keine Absaugung und da ist das Ding einfach wesentlich praktischer. Ich muss mir nicht immer eine Verlängerungsschnur ziehen oder. Das ist einfach praktischer und wesentlich flexibler. Deshalb habe ich mir es mit Akku, bestellt. Weil sonst hätte es ja eigentlich nicht viel Sinn, weil wenn ich hier hinten eine Absaugung dran haben muss, dann kann ich auch ein Kabel hinten dran haben. Insofern, keine Absaugung, kein Kabel, Freiheit und Flexibilität. Genau deshalb habe ich mir den so ausgesucht. Ja, in meinem letzten Video habe ich scheinbar für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt. Viele von euch fragen sich, warum ich die Schrauben denn so herum gesteckt habe, wie ich sie gesteckt habe. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es euch heute zu zeigen und zu erzählen, warum genau ich sie so rumgesteckt habe. Das werde ich allerdings nicht tun. Ich sage nur so viel, und das ist nur ein Punkt von mehreren.
Die Schrauben sind deshalb länger als der Platz, den ich dafür gemacht habe, weil ich keine kürzeren da hatte. Und in dem Baumarkt durften wir zu der Zeit noch nicht, als ich das gebaut habe, als ich diesen Rahmen gemacht habe. Deshalb konnte ich auch keine kürzeren kaufen. Das ist der einzige Grund, warum die Schrauben jetzt doch länger sind, als wie ich das geplant habe. Aber am Ende wird es alles so kommen, wie ich das wollte. Weshalb genau ich jetzt die Mutter von der Innenseite gesteckt habe, damit lasse ich euch zappeln, nämlich bis zum nächsten Teil von diesem richtig coolen Unterstand, wenn er fertig ist. Damit könnt ihr nachher, ja, eigentlich ein geiles Teil für jede Säge, kann ich dazu nur sagen. Also es wird sich lohnen, dran zu bleiben und das Ding wirklich bis zum Ende zu verfolgen. Auch eine Heizanlage. Ja, eine Heizanlage wäre auch nicht verkehrt. Also eine Heizanlage, da wäre ich definitiv dafür, aber eine Heizanlage wird es nicht. Auch eine Absauganlage wird in diesem Tischschrank gestellt. Nennt ihr es, wie ihr es wollt. In diesem Möbel wird auch eine Absauganlage ihren Platz finden. Obwohl ich mir eigentlich geschworen habe, auf meinem Kanal niemals zu zeigen, wie ich eine Absauganlage baue. Ja, diesen Vorsatz habe ich mit diesem Vorhaben jetzt natürlich über Bord geworfen. Das Cool an dieser Absauganlage allerdings wird sein, dass sie zwar integriert sein wird in diesen Tisch, Schrank, was auch immer, aber ihr könnt sie eben auch handlich entnehmen, wie einen Staubsauger. Es wird aber kein Staubsauger sein in dem Sinne. Also bleibt dran, ich denke, das wird sehr interessant für euch, denn wenn ihr so wie ich Platzprobleme habt, dann wird euch das ganz gelegen kommen, diese Absauganlage mal eben in so einen Tisch, diese Anlage mal eben in diesen Tisch zu integrieren. So, jetzt will ich aber auch nicht mehr verraten. Dieser Tisch wird noch verschiedene Überraschungen bereithalten. Also es wird interessant. Und das sage ich nicht nur, weil ich das finde. Ich bin mir relativ sicher, ihr werdet das genauso interessant finden. Ja. So viel zum aktuellen Projekt. Mein nächstes Projekt. Ja, ich habe ja zurzeit viel Zeit und deshalb habe ich mit dem neuen Projekt bereits angefangen. Ich spoiler mal ein bisschen was. Ja, das war das Holz von unserem ehemaligen kleinen Couchtisch. Und das nächste Projekt wird definitiv nicht wieder ein Couchtisch. Eigentlich hatte ich mit dem Tisch was ganz anderes geplant, aber ich denke auch das hier, manchmal brutzelt es so ein bisschen in meinem Schädel und dann denke ich mir, was zum Teufel hast du da vor? Mach einfach was anderes. Und genau das ist passiert. Ich mache was ganz anderes aus dem Ding als das, was ich eigentlich vorhatte. Ich lasse euch noch ein bisschen im Ungewissen. Wenn alles gut geht und ich die Zeit nutzen kann, werdet ihr das Projekt wahrscheinlich schon nächste Woche auf YouTube sehen können. Bis dahin muss halt noch ein bisschen die Spannung steigen. Was ich euch noch sagen wollte, es werden in Zukunft weitere Kooperationen auf euch, auf mich zukommen. Jedenfalls wird es einige andere Partner geben, die mich hier bei meinem Kanal unterstützen werden. Allerdings, und das habe ich mir vorgenommen, das werde ich auch durchziehen, es wird keine Marke sein, die ich selber nicht kaufen würde. Also es wird hier, ich werde hier nur Kooperationspartner vorstellen und Werkzeug vorstellen, das ich mir auch selber kaufen würde. Das mögt ihr jetzt glauben oder nicht. Ich werde hier nichts vorstellen, was ich mir nicht selber wo ich einfach die Investition selber nicht machen würde. Sowas werdet ihr hier auf meinem Kanal nicht heute, nicht morgen und auch nicht in 5 Jahren sehen. Es wird hier nur Werkzeug, Geräte und Ähnliches zu sehen geben, was ich mir selber kaufen würde. Das ist ein Versprechen von mir an euch und dabei bleibt's. Ja, ihr Lieben, das war's
mit diesem Update. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder ausreichend informiert, auf dem Laufenden praktisch. Bis zum nächsten Update wird es sicherlich nicht wieder 5 Monate dauern. Aber das ist ein kleiner Kanal hier. Es gibt hier zumindest im Augenblick nicht jede Woche irgendwie eine Neuerung, die interessant wäre für euch. Glaube ich zumindest. Wenn ihr Interesse an regelmäßigen Updates hättet, meinetwegen wöchentlich, dann könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben und ich überlege mir, wie so ein Update aussehen könnte, wenn man es denn wöchentlich machen würde. Jedenfalls wären das sicherlich Updates von, keine Ahnung, auf jeden Fall unter 10 Minuten wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr das gerne kommentieren. Ansonsten werde ich es handhaben wie bisher. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ich kriege das neue Projekt schnell fertig, denn dann kriegt ihr es auch schnell auf die Augen. Also bis die Tage. Haut rein. Tschö, euer Sascha.